Plan für heute. Wir fahren zum Uluru. Es ist jetzt 6:02. Wir haben 4,5 Stunden Fahrt vor uns. Das Ganze dann auch wieder zurück abends. Das heißt, es wird ein ziemlicher Roadtrip heute. Los geht's. Ja, wir haben jetzt noch mal einen kurzen Stopp gemacht, bevor es dann weiter Richtung Uluru geht, weil wir den Sonnenaufgang jetzt so schön gefunden haben, dass wir gesagt haben, erstens müssen wir den noch mal kurz genießen und auch der Fahrer darf den dann mal gescheit anschauen. Und wir sind auf die Idee gekommen, wir könnten ja die Drohne steigen lassen. Das Ergebnis werden wir dann herzeigen. Jetzt ist es 10:05. Wir haben unsere Fahrt hinter uns sozusagen und sind jetzt wirklich im Nationalpark beim Uluru angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel das Eintritt gekostet hat. Hatte das hier so eine $76. $76, okay. Können wir dann einblenden, was das in Euro ist. Genau, also man dürfte jetzt 3 Tage mit diesem Pass dann hier reinfahren, aber wir werden jetzt nur einen Tag natürlich hier verbringen, weil das einfach eine zu lange Fahrt ist von unserer Unterkunft aus. Genau, und es gibt so einen Walk, Valley of the Winds, der ist aber ab 11 Uhr geclosed, also geschlossen, wenn es wärmer als 36 Grad ist, was es wohl heute hat, ist nämlich jetzt geschlossen. Das Auto zeigt zwar 34 an, aber ja, keine Ahnung, ob das dann... Ja, es ist auch keine einzige Wolke am Himmel, also es ist komplett strahlenblauer Himmel. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das warm ist, war gestern schon sehr warm. Und ja, vor uns jetzt, also wir schauen quasi direkt auf den Uluru. Schon beeindruckend, dieser große Felsblock. Größer als gedacht. Genau, also wir werden jetzt hier einfach ein bisschen Zeit verbringen und uns mal das ganze Zeug anschauen. Wir haben jetzt hier so eine Map und Zeug bekommen. Beim nächsten Stopp werden wir dann mal rausfahren und ja, ein paar Stunden haben wir auf jeden Fall Zeit und dann geht's wieder zurück. Wir haben es jetzt zu einer kleinen Picknick-Area geschafft. Es ist erstens wirklich ziemlich warm, aber im Vergleich zu Indonesien erträglich, weil es nicht trocken ist. Also gerade im Schatten. Ja. Das einzige Nervige sind hier wirklich die Fliegen, die einem irgendwie in die Augen fliegen, in die Ohren, in die Nase oder halt die ganze Zeit ins Gesicht. Aber ja, sie stechen nicht, von daher ist es nur nervig und nicht super nervig. Ja, es ist zwar eigentlich noch ziemlich früh, aber so viel Hunger haben wir jetzt gleich noch gar nicht. Aber wir haben den Coleslaw dabei. Und Camembert und ich denke, dass der einfach bei den Temperaturen jetzt im Auto dann ziemlich schnell einen Geist aufgibt. Also haben wir uns dazu entschlossen, jetzt ein frühes Mittagessen mal wieder zu machen. Und ja. Also haben wir auch gelesen, man soll regelmäßig essen und trinken. Auch wenn man keinen Hunger hat. Mhm. Bei extremer Hitze. Das steht in diesem Heft drin. Von daher, wenn das in der Broschüre steht. Und es ist halt einfach zu warm, dass man jetzt großartige Wanderungen macht. Haben wir für uns beschlossen. Also wir werden jetzt halt quasi einmal um den Uluru rumfahren, soweit es geht. Und immer mal wieder anhalten, kleinere Wanderungen machen, ein bisschen halt hinlaufen oder sowas.
Und dann noch in dieses zweite Gebiet, also es gibt den Uluru und anscheinend noch so ein Felsen oder ein Felsengebiet. Das heißt dann Kata Tjuta, falls ich das richtig ausspreche. Also hier so eine Karte haben wir da bekommen, da ist das drauf. Da könnte man auch noch hinfahren, auf jeden Fall. Werden wir auch tun. Also wir haben uns jetzt gesagt, wir haben jetzt ungefähr so 3-4 Stunden Zeit. Weil so um 3 oder so wollen wir dann schon langsam wieder zurückfahren, damit wir dann um 8 ungefähr wieder zurück sind. Wir sind ja dann doch wieder 4,5 Stunden zurück. Mit, keine Ahnung, meiner Pause und so weiter, wird schon ein wenig dauern. Wir sitzen hier übrigens, also hier in die Richtung, in die wir schauen, ist der Uluru auch. Schon schön. Wir sind jetzt eigentlich direkt am Uluru dran und es ist schon wirklich beeindruckend, was das Teil für Ausmaße hat. Hier ist noch so eine Felshöhle, mehr oder weniger. Hier sieht man es rüber. Also es schaut auch total verrückt aus, keine Ahnung, wie das entstanden ist. Und generell, also hier ist hunderte Kilometer weit nur Steppe, Buschland und dann dieser riesige Fels. Also ja, ist schon beeindruckend. Ja, und es geht jetzt eigentlich. Also wir sind jetzt vielleicht 5 Minuten gelaufen und ja, man kommt so nah hin, hätte ich gar nicht gedacht, dass man überhaupt so nah hinkommt. Also die Fliegen sind etwas anstrengend. Und von der Hitze her, ja. Also es ist warm, aber es ist eine trockene Hitze. Aber es geht. Es geht. Also das Einzige sind wirklich die Fliegen. Wir schauen weiter. Wir stehen jetzt hier direkt am Fuß des Uluru und hinter uns ist so eine
kleine Felswand. Wenn man da hochschaut, kommt man sich ziemlich klein vor. Also wie immer auf dem Video ist es natürlich nicht so eindrucksvoll, wie man es jetzt hier erlebt, wenn man da steht. Ist schon was Besonderes. Aber es ist echt krass, also es ist nicht ein bisschen nach oben schauen und man sieht den Himmel, sondern wirklich... Ja, doch, also heftig. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und da vorne, also hier, ist noch so eine winzige Wasserstelle. Die ist mal größer und mal weniger groß, heißt es, je nachdem wie viel Regen gefallen ist in der letzten Zeit. Es gibt hier wohl Frösche, die das Ganze nutzen. Wenn es voll ist, dann müssen die da schnell ihre Eier legen und versuchen, dass die Frösche eben groß werden, bevor es wieder austrocknet. Wir sind jetzt quasi einmal um den Uluru rumgefahren. Puh. Es gibt hier noch so eine kleine Wanderung, die jetzt einmal hier hinter geht. Sollte noch kürzer sein als die letzte. Von daher, die lassen wir uns noch eingehen, weil bei der Wärme ist wirklich, um mit dem Fliegen, leicht unangenehm in der Gegend rumzulaufen. Aber die Wanderung nehmen wir noch mit und dann fahren wir zu diesem anderen Felsgebiet. Keine Ahnung, wie es heißt, habe ich schon vergessen. Ja, nach 5 Minuten Laufen sind wir jetzt an unserem zweiten Waterhole angekommen. Hier sieht man sogar noch ein bisschen Wasser, den Fels runterlaufen, von hier oben anscheinend. Keine Ahnung, wie das da zustande kommt. Sieht jetzt eigentlich nicht so aus, als ob es erst geregnet hätte. Ja, und man steht hier natürlich auch geschrieben, dass man das respektieren soll, dieses Wasser, weil es eine wichtige Lebensquelle ist hier in der Wüste, war es schon immer und ist es auch jetzt immer noch. Auf dem Weg zum Katatuta Dune Viewpoint. Auf der Fahrt haben wir sogar den Namen gelernt von diesem zweiten Gesteinsmassiv, damit wir nicht immer ganz so uninformiert wirken. Ja, es sind jetzt oder ungefähr so 50 Kilometer vom Uluru aus zu fahren gewesen. Ja, und das hat jetzt von Weitem aus schon echt schön ausgesehen. Mal sehen, wie wir es jetzt dann von, also man kann es hier noch nicht sehen, sondern man muss eben noch so eine Dune, also Düne wahrscheinlich raufgehen und dann kann man es wahrscheinlich sehen. Das ist hier so ein Metallgitterboden, hört sich dann so an. Andere sind übrigens mit Wanderschuhen hier unterwegs. Das ist für Anfänger. Die Pros haben indonesisch-rosa Badeschlappen am Stahl. Also hier sind wirklich keine Wanderschuhe vonnöten. Hier im Hintergrund sieht man jetzt das komplette Katatuta-Massiv.
deutlich weitläufiger als Uluru. Den man von hier aus übrigens auch sehen kann. In diese Richtung. Zeigen wir dann gleich. Da sind wir jetzt eine halbe, ja, ein bisschen über eine halbe Stunde hergefahren. Wir werden jetzt auch nicht noch weiter hinterfahren, direkt an das Massiv. Da gäbe es zwar auch einen Wanderweg, der ist aber, wie wir schon gesagt haben, ab 11 Uhr heute geschlossen. Weil es halt über 36 Grad hat und dann ist es wohl aus gesundheitlichen Gründen oder risikomäßig gesperrt. Für uns aber eigentlich auch viel interessanter, das von hier aus anzuschauen, weil man halt alles sehen kann davon. Ja, also es erinnert mich zum Beispiel wieder ein bisschen an Afrika, einfach diese Ebene jetzt davor mit den Bäumen, und eigentlich erwarte ich immer, dass man jetzt hier irgendwie Giraffen oder so zwischen den Bäumen sehen kann. Wir haben auch leider noch keine Kängurus gesehen hier. Stimmt, kein einziges bisher, außer die kleinen Wallabies. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, genau. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass wir heute noch einen weiten Rückweg haben. Also wir fahren jetzt nochmal bis zum Eingang des Parks, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und von da aus sind es dann noch 4,5 Stunden bis zurück nach Alice Springs. Von daher sollten wir es eigentlich auch nicht übertreiben. Ja, genau. Also wir kommen wahrscheinlich eh schon im Dunkeln heim, weil es wird um 7, glaube ich, ungefähr geht die Sonne unter. Und dann, ja, um 8 ist es auf jeden Fall schon dunkel. Und ich schätze vor 8 kommen auf keinen Fall an. Eher ein bisschen später noch. Ja, tanken müssen wir auch noch mal auf jeden Fall, weil es sind, glaube ich, so 500 Kilometer, oder? Sowas schätze ich, ja. Von daher genießen wir jetzt noch mal die Aussichten und dann die Fahrt zum Park Entrance und dann die Fahrt nach Hause. Aber die Fahrten sind ja auch immer schön. Ja. Also ist schon etwas eintönig nach einer Zeit, aber es gibt schon auch immer wieder schöne Blicke. Ja, wir waren jetzt gerade tanken, also hier ist die Tankstelle im Hintergrund und unser Auto. Und jetzt hier auf der anderen Seite ist ein Emu-Gehege dran. Ah ja, es ist nämlich blauer Himmel an sich. Das heißt hier Erldunda, also anders ausgesprochen wahrscheinlich. Wird nach 80 Kilometer Reichweite. Ja. Sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Strecke. Aber nachdem es nicht so viele Tankstellen gibt, hat sich das jetzt ganz gut rausgegangen. Also bis hierher eigentlich war das jetzt die fast einzige, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Also es kommt schon vor, das ist ein LKW mit 3 Anhängern. Das ist ja auch normal. Es kommt schon vor, dass mal 100 Kilometer keine Tankstelle ist oder noch länger. Was bei 80 Kilometer Reichweite schlecht wäre. Ja. Aber hat funktioniert. Ja, und hier gibt es irgendwie Emus. Und es schreien irgendwelche anderen Vögel hier herum. Ja, haben wir jetzt eben bisher auch noch nicht gesehen in Australien. Und ist zwar schade, wenn man es im Gehege sieht, aber ich glaube, so schlecht geht es ihnen vielleicht dann gar nicht. Und haben hier eigentlich relativ viel Platz. Ja, und vielleicht sehen wir es zwar noch mal irgendwann anders, also hoffentlich, wäre ja cool, aber auf jeden Fall haben wir es so schon mal gesehen. Es sind echt faszinierende, riesige Vögel.